So, jetzt wollen wir mal ein Rennen machen. Wir haben nämlich hier, wenn wir hier rausgehen aus dem Theater auf dem Kölner Ring, rechts runter, ja, ja, etwa 400 Meter, ist eine Dönerbude. Ja, das ist der Dönerplanet, so heißt der Laden. Nee, Planet Döner heißt das, oder? Planet Oriental, so heißt es, genau, Entschuldigung. Und zwar 400 Meter da lang und 400 Meter zurück wären ja im Prinzip 800 Meter. Ja. Ja? Und dann machen wir das heute mal ein bisschen interessanter, ja, mit einer Schikane, denn du musst dir einen Döner holen, ich muss mir einen Döner holen. Ich werde die jetzt schon mal bestellen, damit wir da nicht zu lange einen Aufenthalt haben. Ja? Wo ist die Nummer von dem Dönerladen? Hier, hier. So. Wer zahlt? Ja, also. Ja. So, und jetzt, ach nee, ich habe ja hier das Teil, muss ich auch noch ins Ohr hängen, damit ich die gleich höre. So, dann rufe ich da jetzt mal an. Muss ich die Vorwahl auch wählen? Nein. Mhm, warum schreibt sie die dann hier drauf, ihr Pfeifen? So. Wer zahlt, Stefan? Die Döner. Ja. Wenn wir schnell machen, sind wir weg, bevor die daran denken. So. Ah, ich hab ihn durch, ich bin durch. Achso. Ah. Planet Oriental, guten Tag. Ja, hallo. Ja. Raab ist mein Name. Ich bräuchte zwei Döner. Zwei Döner? Zwei Döner, ja. Ich ja, war schon mal bei Ihnen. Stefan Raab ist mein Name. Kennen Sie ja mich? Ja, ja. Ja, gut. Und der Nils Schumann, der ist auch hier. Kennen Sie den? Ja. Kennen Sie den? Ja. Ja, woher denn? Weiß ich nicht, aber ich kenne ihn. Ja, ja. Was macht der denn? Der filmt gerade. Der was? Ich weiß nicht, was er da macht gerade. Ja. Der ja will auch einen Döner, und zwar mit Schafskäse hätte er gerne. Mit Schafskäse bei einem. Ja. Ja? Genau. Und Sie müssen sich ein bisschen beeilen. Ja? Weil wir kommen jetzt ganz schnell zu Ihnen. Ja. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt die Döner fertig machen, mhm, ja, dann legen Sie am besten schon auf die Theke, weil wir können nicht lang warten. Oder Sie stellen sich schon mit Ihrem Kollegen hin. Kennen Sie Staffellauf? Nein. Wie man die Übergabe da macht? Nein. Sie halten im Prinzip den Döner einfach nur weit von sich weg nach vorne. Mhm. Wenn ich komme, greife ich den nur. Ja. Ja? Ja. Und Sie laufen die ersten 10 Meter noch hinter mir her. Okay. Ja? Alles klar. Okay, aber ohne mich anzupacken. Ja? Okay. Okay. Soll ich also, die einpacken oder so direkt auf der Hand geben? Wie direkt auf die Hand? Ja, die, ja, nee, nicht, ja, also, dann, dass man sie mitnehmen kann. Ja, also ganz einpacken, ja? Machen Sie, was Sie wollen, aber machen Sie. Okay. Ja? Okay, ich bin gleich bei Ihnen. Okay, alles tschüss. Klar. So, das war der Dönerladen. So, kann ich vorher noch was von deinem Getränk nehmen? Hast du schon dran genuggelt? Ich glaube nicht, nein. Nee. Ist wirklich was Trinkbares drin? Ja, ja. Oh, ja. Mhm. So, was ist wichtig beim 800-Meter-Lauf? Gibt man am Anfang schon direkt Gas, zieht man voll durch? Ja, wo ist eigentlich die Startlinie? Ich weiß nicht, hier in der Treppe, oder? Ist das dein normales Trikot oder warum hast du dich nicht? Ja, ich habe das heute nicht nötig. Ja. Ach so, krieg ich ein bisschen Vorsprung? Ich kenne mich im Studio gar nicht ja aus. Ja, wir müssen also im Prinzip da raus. Ich kenne mich auch nicht richtig aus. Ich glaube, ich dann auch rechts da vorne. Ja, hatten wir mir vorher gesagt. Ich warte bis musst du auf die Kabel aufpassen, dann geht's raus auf die Straße. Rechts runter, bis zum Planet Oriental siehst du direkt das direkt neben der U-Bahn-Station. Nur nicht in die U-Bahn-Station reinlaufen. Ja? So, und dann den Döner greifen und wieder zurück. Kriege ich ein bisschen Vorsprung? Nee. Wir haben draußen Kameras, meine Damen und Herren. Wie, ja? Du bist auf der Treppe, dann laufe ich los. Ich bin hier. Wenn ich auf der Treppe bin, läufst du los. Okay, wenn ich da, also, okay. Das heißt also, ihr macht fliegenden Start. Das geht so. Ja. Und Sie werden das alles nachverfolgen können, weil wir haben draußen Kameras für Sie installiert. Okay. Okay. Aber du musst ernst machen. Ich mache ernst. Nicht jetzt so eine Spaßnummer. Verstehst du? Natürlich nicht. Es ist kein Spaß. Ja? Ernsthaft. Okay. Okay. Los geht's. Und thank you.
Aber. Da macht man sich keine Vorstellung. Ich hab richtig Acht gegeben. Ich hab alles gegeben. Bei der grünen Ampel hab ich schon gemerkt. Hab ich schon gemerkt, man übersäuert. Ja. Bei Tour de France nennt man das Hungerast. Ja. Hättest du doch unterwegs essen sollen vielleicht. Du kannst mal noch ganz entspannt dabei reden, oder? Ja. Junge, Junge. Jetzt sagst du den richtigen mit Schafskäse? Ich weiß nicht, hast du Schafskäse? Ich glaube, ich habe den Schafskäse. Ich habe den mit Schafskäse, dann hast du verloren. Ja, oh. Schade.